Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gottes Segen mit euch und sein Friede und Segen und Friede mit dem Gesandten Gottes und mit seinen Gefährten und mit den Rechtgeleiteten von jetzt an und von der Zeit des Propheten natürlich an bis zum jüngsten Tag, wenn die Stunde des Gerichts naht. Mein Thema ist heute Siddiq. Man könnte es übersetzen mit Aufrichtigkeit, Bezeugen der Wahrheit und so weiter, aber das alles ist mir zu schwammig und zu vage. Ich versuche euch, den Begriff klar zu machen durch Gegenüberstellung. Manches wird deutlich durch die Gegenüberstellung. Wer nicht die Erde hat und den Himmel, sieht keinen Horizont. Nur durch den Gegensatz erkennt man manchmal eine Grenze. Beginnen wir mit dem, was es eigentlich ausdrücken soll. Da müssen wir zu dem Begriff von Haqq und Batil kommen. Haqq in dem Falle ist die Wahrheit. Und Allah selber, subhanahu wa ta'ala, hat sich diesen Begriff Al-Haqq auch als einen seiner Namen gewählt. Haqq ist nicht nur Wahrheit, sondern eine Art von äußerster Wirklichkeit, das wirkliche Sein. Der Gegensatz dazu ist Batil. Im Koran selber wird nicht das Wort Butlan, Nichtigkeit, erwähnt, sondern in den entsprechenden Gegenüberstellungen immer der Begriff Batil. Ich beschränke mich also auch darauf. Batil ist nicht einfach nichtig, es ist eigentlich in seinem Wesen nichts. Darum kann man sagen, wenn eine Tat getan wird, die im Sinne des Haqq, der Wirklichkeit, der existenziellen Echtheit nicht besteht, so ist es nichts. Im Beispiel, wenn man sagt, dass jemand ein Gebet verrichtet, aber in diesem Gebet zum Beispiel einen der Arkan, der elementaren Pflichtteile, vernachlässigt oder so falsch macht, dass der Rücken, also diese elementare Säule, zerstört wird. So ist das Gebet auch zerstört. Man sagt, batulat salatu. Gemeint, sein Gebet ist batil geworden. Es ist nicht einfach nur falsch, nein. Es ist, als ob es niemals existiert hätte. Und genauso alle Folgen, die daraus kommen könnten oder hätten kommen können. Wer einen Vertrag macht, und der Vertrag wird zunichte gemäß der Scharia, der hat bewirkt, dass es so ist, als ob niemals etwas gewesen wäre, wenn der Vertrag wirklich gänzlich zugrunde geht und nicht aufgelöst wird. Und das bedeutet alle Folgen davon. Wenn ich also etwas gekauft habe, so schien es mir, zum Beispiel zum Zeitpunkt des Freitagsgebets selbst, im engeren Sinne, nach dem zweiten Adhan, wenn das eigentliche Gebet beginnt. Wenn dort ein Vertrag abgeschlossen wird, besteht Einigkeit unter dem Mazahib, dass ein solcher Kaufvertrag völlig batil ist. Das bedeutet, würde jemand das, was er scheinbar gekauft hat, mit nach Hause nehmen und wäre das zum Beispiel etwas, was irgendeinen Gewinn abwirft oder ein Tier, was ein Junge wirft und so weiter, all das wäre nicht seins und all die Folgen dürfte er nicht nutzen, weil es von Anfang an batil ist. Mit diesen Begriffen, Haqq und Batil, mit diesen Begriffen allein kann man den Begriff Sidq bestimmen. Ohne diese Begriffe hat auch Sidq keinen Wert. Es gibt verschiedene Worte und Verben. Ich will euch nicht zu sehr mit der Grammatik hier traktieren. Etwas muss ich es aber doch. Man kann es umschreiben. Fangen wir damit an. Man kann das Grundverb Sadaqa als Verb so beschreiben, dass etwas aufrichtig ist, etwas wahr ist. Oder jemand die Wahrheit sagt und Aufrichtigkeit zeigt. So heißt es zum Beispiel, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ in der Sure Al-Imran, in der 95. Aya. Und damit ist gemeint, sprich Allah, jetzt ist es eine Übersetzungsfrage, spricht wahr, tut Wahres, ist aufrichtig. Man könnte auch so schreiben, ist Haqq und lässt Haqq sein, existieren. So kommt man der Sache näher. Und alles andere ist eine Übersetzungsfrage. Darum, jede Übersetzung birgt nur einen Aspekt. Wenn man aber den Begriff des Haqq hat, erkennt man, eigentlich müsste man es umschreiben, sprich, Allah lässt das Haqq sein. Darum ist es von den Gelehrten, Gottes Befriedenheit mit den aufrichtigen Gelehrten, auch üblich, dass man nach der Koranrezitation Sadaqallahu al-Azim sagt, mit einfachem Dal, also Sadaqa, nicht Sadaqa, sondern Sadaqallahu al-Azim, mit dem Hintergrund, Allah hat die Wahrheit sein lassen. Oder Allah hat die Wahrheit gesprochen. Im ersten Falle beziehe ich mich darauf, dass Allah selber Haqq ist und dass der Koran auch ein Haqq ist. Etwas, was tatsächlich existiert und eine wirkliche Existenz hat, in Diesseits und Jenseits. Sodass die Gelehrten zum Beispiel auch sagten, wo einmal der Koran rezitiert ist, auch wenn er niemals dort schriftlich war, so existiert er dort. Er hat eine wirkliche Existenz. Er ist da. Und genauso ist es mit Allah. Und deswegen könnte man diesen Sinne
Sadaqa verstehen. Anders könnte ich es auch wörtlich verstehen als Sprachform, wenn ich nämlich sage, Qul Sadaqa Allah, Allah spricht die Wahrheit in dem, was er euch an Beispielen und an Hinweisen im Koran gibt. Gemeint, das was Allah sagt, ist wahr und nicht Lüge. Damit komme ich zum Zweiten. Genauso wie Haq und Batil zwei gegensätzliche Teile einer Waagschale bilden. Mit einer gewissen Einschränkung, auf die ich gleich noch komme, könnte man sagen, genauso ist es mit Sadaqa und Kaziba. Oder Sidq als Substantiv und Kazib. Wenn Sidq alles das ist, was bekräftigt und bezeugt, dass etwas Haq ist, genauso ist Kazib das Verbergen, Verdecken, Scheinbare nicht sein lassen von Haq. Ich sage scheinbar, weil es tatsächlich so ist, Haq und Batil sind nicht wie eine Art Dualismus zwei existente Dinge. Batil ist gar nicht da. Haq alleine ist da. Das ist das eigentliche Geheimnis. Und darin irren viele. Deswegen heißt es zum Beispiel, wenn man von Iman und Kufr spricht, ich will mal von der Übersetzung Glaube und Unglaube etwas weg, Iman ist also die völlige innere Überzeugung und Hingabe an Allah und danach folgt der ganze Rest. Und Kufr ist eigentlich wortwörtlich ein Bedecken. Man sagt, Kufr al-Falah, das heißt nicht, der Bauer wird ungläubig, sondern das bedeutet, der Bauer wendet die Erdscholle um und bedeckt mit einem Teil der Erdscholle ein Korn oder die Aussaat. Das ist die Grundbedeutung von Kufr. Es gibt übrigens auch im Dialekt immer noch den Begriff von Kufr als Bauerndorf. Aus dieser Grundbedeutung, aus der alten Grundbedeutung. Der Kafir ist also jemand, der Haq bedeckt und nicht offen werden lassen will. Das ist seine Sünde. Und das ist auch der eigentliche Hintergrund von Kazib, denn das kann man jetzt nachvollziehen. Wenn es eine Wahrheit gibt, so ist das Verbergen dieser Wahrheit, das bewusste, willentliche und eigentlich auch bösartige Verdecken, eine Lüge. Wenn man eine Lüge spricht, so ist es ja nicht, dass man nicht die Wahrheit gewusst hätte. Es ist ja nicht ein Nicht-Irren. Lügen bedeutet, ich weiß, dass etwas wahr ist, aber ich will nicht, dass es offenkundig wird. Oder ich will es einem Bestimmten gegenüber verbergen. Also bedecke ich es mit etwas anderem. Ich schaue, dass die Wahrheit verschwindet. In diesem Sinne, wie es in der Ayah heißt, es ist der Wunsch derer, die Kafirun sind, die eben in diesem Sinne den Kufr machen, dass sie das Licht Allahs auslöschen. Yudfi'u Nur Allah, wie es heißt. Das gelingt aber nicht, weil jede Art von Lüge eine Täuschung ist. Und die Täuschung ist, auch wenn sie eine Weile vielleicht manche irren mag, letztlich Batil. Und so schließt sich der Kreis. Ihr seht, Haq und Sidq auf der einen Seite entsprechen wie eine Waagschale auf der anderen Seite Batil und Kazib. Das ist ein Aspekt. Schauen wir einmal, wie Sidq im Koran gebraucht wird. Wir haben zum Beispiel in der Surah Al-Fath eine interessante Sache, wo nämlich der Begriff von Sadaq und der Begriff von Haq zusammen genannt werden. Wo es nämlich heißt, Bismillahirrahmanirrahim, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Und hier könnte man grob übersetzen, sinngemäß, so hat Allah also seinem Gesandten, Gesandten Muhammad sallallahu alaihi gegenüber die Vision, hier kann man nicht Traum sagen, die Vision wahrhaftig werden lassen. Gemeint ist, dass dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi bereits bevor es eintrat, die Einnahme Makkas durch Allah kundgetan wurde. Und das war in der Form eines Wahi, einer Offenbarung. Manchmal wird Offenbarung, vor allem die nicht im Schlaf passiert, es hat nichts mit Schlaf zu tun, auch im Koran als Ru'ya bezeichnet. Ähnlich wie in der Geschichte Ibrahims a.s., wo es nämlich heißt, dass Allah, als Ibrahim Ismail schlachten wollte auf Befehl Gottes und Allah ein Widder oder ein Schaf aus dem Paradies herauskommen ließ, um Ismail damit auszulösen, sagte, قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا. Und das heißt nicht das Traumgebilde, sondern die Propheten träumen nicht Nichtiges, es war eine Vision. Und in diesem Sinne wird das hier auch verwendet. Interessant ist hier der Zusammenhang zwischen Haq und Sadaq. Es heißt Sadaq Allah und so weiter, Bilhaq. Womit hat er etwas wahr werden lassen? Bilhaq. Im Kommentar heißt es tatsächlich, Haqqaqahu. Das bedeutet, er ließ die Sache, die zunächst eine Vision war, im Diesseits Wirklichkeit werden. Und das ist eine der wichtigsten Bedeutungen von Sadaq, wenn es sich um Allah handelt. Aber auch bei dem, was wir gleich noch besprechen, bei dem Sadiq. Dazu komme ich aber gleich.
Manchmal verwendet Allah subhanahu wa ta'ala diesen Begriff ironisch, manchmal sogar sarkastisch. Vor allen Dingen dort, wo die Wendung verwendet wird, in kuntum sadiqin. Wenn ihr denn wirklich, müsste man grob übersetzen, Siddiq habt. Und ihr habt es nicht, wird damit impliziert. Zum Beispiel in der Surah Al-Baqarah, in der 23. Ayah, wo es heißt, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْدٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Grob übersetzt,